Hallo Freunde, für eine weitere Map-Vorstellung. Ich hoffe, mir gehört den kleinen USB-Ventilator nicht so gut. Ja, mussten dann die Konsole hängen, dass er ein bisschen frischer, dass sie ein bisschen kühlt. Vielleicht nützt das was. Ja, gut. Ja, heute ist die Agroland. Dann schauen wir mal rein und let's go. Nein. Nur 38 Felder. Wie lange noch? Irgendwie das ist so lustig, wenn er das eingeparkt hat hier mit dem Ding. Aha. Ah, mit diesem kleinen. Hat der wirklich so viel Leistung? Was heißt, die sieht gut aus, ne? Bandmädler. Es ist einfach warm. Also diese Zeit, wenn ich es aufnehme. Ja, du bist hier. Gut, dann haben wir das, ne? Na gut. Dann nehmen wir mal hier noch kurz die Zeit aus. Also, hier haben wir den Hof. Wir gehen hier durch. Hören wir uns mal hier ein bisschen um. Ja, viele sagen hier nicht so. Komm hier. Ah, Krauchanlage. Ja, Granate mit dem Auto. Oh, Mann. Du brauchst schier Ding. Ist echt viel. Also das, eigentlich ist es eine schöne Map. Ja, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich es ja ein bisschen vorauf nehmen muss. Und so. Sonst komme ich da nirgends durch. Und sonst alles schön gemacht hier. Hier die Trabenfabrik. Also ja. Ja, ja, die Pizzeria. Mamma mia, mach mal Luigi, mach mal schnell Pizza. Was über den Händler? Ja, schon kurz gucken. Ah, der ist ein 09er. Hier hat er eine Gruppe. Dann machen wir nachher her. Ja, der habe ich in der letzten Folge mal angesprochen. Mit dem habe ich mal 09 oder so. Habe ich auch recht viel Blödsinn mit dem gemacht. Schau, gibt's den nicht mehr. Ach, krass, die Klasse der Landwirtschaft. Klassiker der Landwirtschaft gibt's auch nicht mehr. Leider. Am Fußballfeld.
Ja, die Ding. Was? Bäckerei, alles hier. Was ist das hier eigentlich? Tannenbaumfarm da hinten. Krass. Da kannst du mal holzen. Hier haben wir so eine alte Hütte. Gehen wir schon rein. Krass. Schauen wir mal, was hier abgeht. Viehhandel? Sie sagen nicht alle Tage. Ist da jemand am Kettensägen oder ist das eine Kuh? Mit denen noch so eine Kettensäge. Ja, man sollte so ein bisschen nicht so fest rumlatschen. Ah, ja, drüben seht ihr, dass er noch mal seine Abladestelle. Komm kurz hin, switchen. Ja, die Abladestelle hier. Jetzt im Wald verkaufen. Wolle oder den Baumwolle. Na klar. Ja, interessant hier. Ja, der Zug hier und das haben wir hier. Krass. Ah, hier ist die Holzfabrik, die alles umhauen, ne? Wo wir heute gesehen haben. Ich glaube, da haben wir alle, oder? Ja. Ja. Also das ist da, das ist da halt unten, das ist wieder eine andere hier. Kolik? Ja. Gut, das war Ende Gelände, ja. Ja, wie viele Minuten haben wir jetzt gebraucht? 8. Ja, gut, wir haben ja ein bisschen was gesehen jetzt. Wie gesagt, ihr könnt ja die Map ihr selber auskundschaften, wenn ihr wollt. Ist jetzt nicht so, dass hier jetzt was Oberspezielles abgeht. So. Könnt ihr selber so ein bisschen beobachten.
Also ihr wollt. So. Ja. Gut. Das war schon wieder von dieser Map-Vorstellung. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr die Map findet. Ich finde sie toll. Ja. Wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist, aktiviere die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Ja. Folgt mir bitte auf Twitter, Instagram und TikTok. Das ist alles in meinem Titelbild verlinkt. Über den Abonnier-Button. Das ist auch mein Zweitkanal verlinkt. Simulator-RP. Schaut doch mal dort vorbei. Und ja. Ciao, Leute. Ja, sonst schaut, dass ich das Video gemacht habe. Und ciao, Leute.